Nun, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Fluch der Karibik mit, ja, den Herren aus Toussaint. Nein, ich scheiße, das wird das andere. Es wird aber auch auf meinem Kanal aktuell gespielt. Und ich hoffe mal, wir kriegen hier irgendwie. Ach, wir haben hier noch sogar Dinge, ne? Warte, warte, wieder hier. Wieso muss ich das jetzt? Ah, na, schau mal an. Nö, noch mal kurz. Das ist eine B mit A. Ich krieg's nicht mehr hin. Hä? Hey. Was für eine Köpfchen? Meine Damen und Herren. Okay. Ach, den ersten haben wir gerettet. Ah, und die müssen gar nicht hier drauf. Na, holla, die Waldfee. Ist ja genau das, was ich gedacht habe. Okay, das Auge bringt dir nichts. Der Captain muss wieder ran, ne? Ist es im Film nicht der Kleine? Ich weiß gar nicht mehr. Zu lange her. Nun haben wir hier wieder. Okay, wir haben, glaube ich, sogar ein bisschen 4 und 4 in dem Sinne. Kriegen wir hin. Was will uns der Pfeil sagen? Aha. Nun gut, wir müssen es irgendwo. Mr. Gibbs kann uns hier weiterhelfen, denn er ist ja bekanntlich für seine Fähigkeiten mit Schlag und Tat. Ich dachte, der kannte das. Jetzt so einfach. Okay, wieso nicht? Oha. Und wir haben das vierte Stück. Das dritte Stück, nicht das vierte Stück. Aber gut, ich dachte, wir müssen irgendwie da runter machen oder runterschießen. Oder das Ding da irgendwie reparieren, dass wir wieder weiterkommen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber gut, wir haben es ja gefunden. Und der Wille, der zählt ja nur. Jetzt können wir es erst ja reparieren. Und der andere Ding kommt ja auch runter, oder was? Ah, so wird das gemacht. Angenehm. Repariert und Lotto. Die Gewinner mit der Lottozahl. 3, 4, 5, 6, 7.380. Bums! Bums! Nix! Leider. Gut, dann gehen wir mal hoch. Oh, nochmals zwei. Meine Fresse, nochmals. Ah! Angenehm. Mit dem Auge kriegen wir das alles hin, ne?
Das ist angenehm, wirklich sehr angenehm. Das Ding muss ja noch mal. Wie viel müssen wir hier noch reinpacken? Das ist ja. Oho. Noch einmal vielleicht? Komm also nicht weiter. Der hat ja eine große Schussweite, oder? Hier waren wir schon hier unten. Da müssen wir nicht mehr. Eigentlich nicht mehr hin. Soweit alles gelöst und auch schön gemacht. Nein! Super. Also super, ja, da kommt der kleine Kerl auch noch nach unten. Was ist denn das jetzt wieder? Ah, da müssen wir mal der Super-Typ hier sein. Ah, der kann. Ach, der kann. Oh! Okay. Na! Wieder rein da, komm rein da. Ich hab nicht gesagt, geh raus. Einfach leid, mein Herr. Jetzt können wir es nehmen. Ist ja angenehm. Ging ja auch ohne Probleme, ne? Ich hoffe mal. Das lassen wir mal so. Wir können hoch. Was passiert denn da auf uns? Was wartet da auf uns für die aktuelle spannende Sache? Ah. Nicht. Das Ding bricht zusammen. Weil nicht alles hier auf dem Schiff war. Mich wundert es noch, wie das Ding überhaupt zusammenhält. Oder was die überhaupt noch zusammenhält, das würde mich auch wundern. Ich bin ein Depp. Ich weiß selbst. Feuerkraft! Feuer los! Wir sind oben, was müssen wir tun? Am Rad drehen. Das sieht ja angenehm und feucht aus. Versuche ich es irgendwie hochzugehen. Nehmen wir da eine Fackel, schmeiße da wieder rein. Was müssen wir tun? Unser Schiffchen kaputt machen hier, da können wir ja schon, ne? Wir vielleicht den anderen Weg hier lang oder was? Aha, Captain Jackie muss hier da ran. Auch irgendwie nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. So, wieder hoch, die Tülle. Ich will das holen. Naja, jetzt so. Hoch, die pushen. Ein wahrer Pirat sind wir also. Ja, mal was Interessantes hier.
Sollen wir noch einen Hammer organisieren? Wo zum Teufel kriegen wir denn einen Hammer her? Kein Hammer. Ah, darauf kommen nur Jackie. Das verstehe ich halt nicht. Wo kann denn der einen Hammer auftreiben? Hä? So, aber nochmals, ich habe keine Ahnung, wieso, warum, weshalb. Keine Ahnung. Na klar, wir sollen hoch. Das ist ja mal klar. Schnapp das Ding, komm mal hoch. Wie zum Teufel soll man da jetzt... Nein, nein. Aber wie soll man das jetzt... Wie soll man das jetzt machen? Was? Nur ist er wieder unten! Ich hab den extra oben gelassen. Wieso kommt er wieder runter? Hä? Kann Mr. Gibbs hier irgendwas noch lösen? Am Dämm ist natürlich schon nach oben. Was ist ja aber gar keine Truhe hier drin ist. Aber rauf kann nur Jack, ich begreif's irgendwie gar nicht. Sorry, aber. Hä? Da muss ja irgendwie Jack hoch. Also logisch, Jack, ja, aber. Hier irgendwie. Rote Hüte? Okay. Komm mal wieder runter, so Nummer 1 Information. Nein, komm mal nicht. Das muss doch irgendwie möglich sein. Wir kommen da hoch, ganz klar, das ist kein Problem. Kann. Gibt's irgendwie Check das Ding gehen? Ich habe wirklich kein Rätsel. Wie kommen wir hier weiter? Ach so. Okay, ich bin doof. Ich bin offiziell doof.
Hätte nur was zerstören müssen, schon wenn er... Nein, ich bin nicht so gebrochen. Tut mir leid, aber das war jetzt echt doof. Dame, bitte sehr, komm mal hoch. Man braucht dich. Für gewisse Sachen. Zum Runterfliegen zum Beispiel noch. Nein, natürlich ganz klar hier kurz. Und nun kann die Sansi hier... Ach, logisch. Und jetzt das Ding anzünden. Ah, Logo eigentlich. Wir hatten nur... Ich hab das alles falsch interpretiert. Interpretiert. Und wie jetzt möglich? Ich gehe jetzt nicht runter. Die Bögen ist noch falsch. Und nun schießen. Naja, hätten wir auch drauf kommen können. Aber meine Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und viel Spaß mit einem großen Wumms und Karacho. Tschüss. Das war's und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diese Explosion der Welt.